schäme mich echt für dieses Video und entschuldige mich jetzt schon dafür. Heute werden wir was komplett Ekelhaftes machen. Erstmal bauen wir ein geisteskrankes FIFA-Team, was man fast nicht schlagen kann. Danach werden wir auf jeden Fall unsere Gegner demolieren und komplett bis zum Geht nicht mehr abfacken. Und wie sie dann reagieren und wie wir sie verarschen werden, seht ihr in diesem Video. By the way, achtet nicht auf meinen Hintergrund, da will ich gerade ein paar neue Sachen machen. Meine Sachen sind noch nicht da. Was machen Sachen? Lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo, da würde mich sehr supporten. 500 Likes sind das Ziel für dieses Video und ja, wir gehen rein. Ich bin ab heute wieder verpartnert mit Enebo und ihr könnt euch geistkranke Sachen sparen. Als Beispiel, eine 100 € PSN-Karte kostet über meinen Link nur 85 €, eine 120 € PSN-Karte nur mehr 100 €. Also ihr könnt uns das einfach durchschauen, egal, wenn ihr Spiele kaufen wollt, EAFC, PC-Karten, Xbox, gibt alles. Sie haben auf jeden Fall auch einen 24/7 Support und es ist eine 100% safe Seite. Da könnt ihr mir vertrauen. Checkt einfach die Links in der Beschreibung ab, dann kommt ihr auf die PSN-Karte und könnt euch da schon alles sparen. Sturm starten wir erstmal mit einer Gold-Karte. Die Karte ist neu, es ist neben Messi der Gold, der zweite Gold oder vielleicht für dich der erste Gold. Und zwar packen wir Cristiano Ronaldos Dos Santos Aveiro Erstbesitzer rein. Dann auf den linken Flügel packen wir auf jeden Fall jemanden rein, der sehr geldgeil ist. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie seine Karriere ausschauen würde, wenn er jetzt bei Real Madrid wäre. Und zwar Schildkröten Mbappé. Mbappé! Weil wir Mbappé haben, brauchen wir auf jeden Fall auch einen rechten Flügel. Im rechten Flügel haben wir auf jeden Fall die Auswahl, zwei nervige Karten zu nehmen, Garrincha oder Hansen. Ich gehe auf jeden Fall erstmal auf Garrincha, weil ich den Eye-Klinik mitnehme. Okay, Freunde, im ZOM, unsere gehen natürlich maximal abzufacken, brauchen wir einen Spieler, der maximal dribbelt. Und da haben wir keinen geringeren als Ronaldinho. 4,8 Millionen. Ja, Gaucho muss da rein. Im ZM haben wir wieder zwei nervige Spieler, und zwar Zidane und auf jeden Fall den Hullet, was auch maximal brutal ist. Natürlich gibt es auch ekelhafte Fußballcharaktere wie Icardi, der von seinem Freund die Freundin ausgespannt hat, die Frau sogar ausgespannt hat. Stell dir, imagine, du bist Icardi, du spielst mit deinem Kollegen Fußball in einem Verein, du spannst ihm die Freundin aus und du tätowierst dann den Namen von den Kindern von deinem Freund. So, Bro, wenn ihr Teil 2 wollt, wo wir das ekelhafteste Team bauen, in dem Sinne von den ekelhaftesten Charakteren, kommentiert gerne. Natürlich haben wir noch die linken Verteidiger und rechten Verteidiger. Wir entscheiden uns hier für Balde. Balde, Junge, so eine geile Karte, ne? 96 Tempo, der läuft alles weg. Rechtsverteidiger haben wir dann natürlich... Ja, komm, lass einfach eine Leihspielerkarte nehmen. Ein bisschen Nerven mit Cafu. Innenverteidiger... Maldini, ui, Maldini ist auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Dann packen wir noch Kompany rein. Im Tor, ey, das ist die Digga, das ist der Größte. Er hält alles, er hält wirklich alles. Das ist auf jeden Fall das Ergebnis. Mit dem Team kann auf jeden Fall die Show beginnen. Erste, was ich mache, ist einfach jetzt quitten, wo er das Tor macht. Nein, ich schäme mich. Er hätte jetzt genau das Tor gemacht, er hat 1:0 geführt, direkt gequittet. Boah, Junge, also FIFA-Leute, die das machen, die sind ehrlich ekelhaft. Imagine, 90. Minute, sowas passiert, ich wäre ausgerastet. Die Challenge Nummer 2 ist auf jeden Fall, wir versuchen unseren Gegner mit dem Spieler eine Nachricht zu schreiben, dass er ein Eigentor machen soll und ich ihm dann auf jeden Fall den Sieg gebe, was ich das für eine Challenge brauche. Wenn er das macht, werden wir auf jeden Fall das Spiel gewinnen und damit auf jeden Fall verarschen. SV Wadenkrampf mit Dresden-Wappen, okay, er kann Deutsch. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass er Deutsch kann. Wir versuchen gleich seinen PSN-Namen rauszukriegen. So, zack, zack. Erstmal will ich ein bisschen verarscht, dass ich ein Eigentor mache. Okay, ich mache ein Eigentor, damit er auf jeden Fall schon unser Vertrauen hat. Dann haben wir den Gegner auf jeden Fall hier. Kann man die Nachrichten senden? Ja. Oh, man kann keine Nachrichten senden, der Hund. Okay, um erstmal das Vertrauen zu gewinnen, machen wir natürlich direkt ein Eigentor, damit der Gegner uns glaubt. Okay, dann werden wir noch auf jeden Fall die erste Nachricht senden mit unserem brüchigen Englisch. Mein Englisch war okay, warte, kann er vielleicht Deutsch? Englisch, Großbritannien, okay. Denn, okay, das brüchigste Englisch, aber Jungs, wir kommen damit klar. Ich bin ehrlich, ich hatte immer eine 3 mindestens in Englisch. 3 oder 4. Mal gucken, ob er antwortet und ob uns 3 Tore lässt. Sollte er das machen? Oh nein, Digga. Ey, wir haben ihm die Nachricht gesendet und der Typ hat komplett vergessen, dass man wegen Inaktivität gekickt wird. Jetzt wurde er einfach gekickt. Echt, man kann so Leute echt damit komplett verarschen, ne? Indem man einfach Nachricht die ganze Zeit spammt. Ach, es funktioniert nicht. Okay, Freunde. Okay, Vertrauen gewinnen, sehr wichtig. Eigentor machen, damit er uns glaubt erstmal. Clausinho 21, hört sich vielleicht sogar ein bisschen Deutsch an. So, wir haben hier den Clausinho. Kann er Deutsch? Ja, er kann Deutsch. Okay, sehr gut. Doch, gib mir dir dann den Win. Komm, gib mir dir dann Win. Okay,
Wäre cool, wäre cool. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ah, er hat reagiert, er hat reagiert. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh nein. Ehrlich, ich fühle mich ein bisschen ekelhaft. Warte, ich mache noch ein Eigentor, damit er mir glaubt. Okay, ich mache noch ein Eigentor, damit er mir glaubt. So, warte, wir rennen durch. Ehrlich, ne? So ein korrekter Mensch. So ein korrekter Mensch. So, ich mache jetzt noch ein Tor kurz. Zack. Ja, er lässt noch. Er denkt immer noch, dass es real ist. Warte. Oh mein Gott, er ist so korrekt. Und jetzt, oh mein Gott, jetzt mache ich den ekelhaften. Oh, ich fühle mich so ekelhaft. Der Arme wird einfach bestraft, ein guter Mensch zu sein. Ich werde ihm im Endeffekt trotzdem den Sieg schenken. Oh, Ronaldinho. Ole. Oh shit. Samba. Ui, hoppala. Ey. Ronaldo, Alter, der Arme. Oh, Ronaldinho-Maschine. Okay, ich werde jetzt mal drei Eigentore machen und ein bisschen mit seinen Gefühlen spielen. Okay. Ey, ist einfach rausgegangen. Oh, der Arme, Digga. Oh nein. Oh, Junge, so schnell bekommt man einen Win, Chat, ne? Ich bin gespannt, ob er mir eine Nachricht schickt. Ich denke nicht. Aber das ist schon maximal ekelhaft, ne? Die nächste Challenge ist auf jeden Fall, unseren Gegner wirklich maximal mit Ronaldinhos Dribblings abzufacken. Wir werden nur dribbeln. Er schreibt, was los? Ich habe einmal wurde gekickt. Ich glaube sogar, ich wurde gekickt. So, wir werden nur dribbeln. Die ganze Zeit dribbeln. Ich bin auf jeden Fall auf die Reaction gespannt. Zack, Maldini, ein bisschen abfacken. Kulit, bisschen Pässe machen. Jetzt Maldinho. Dann, ja. Hopp. Schade. So, Ronaldinho, Batz. Hoppala! Stark. Komm mal her. Pop. 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 Er hat ihn immer noch. Oh, Junge, kommt gut durch. Oh, stark. Doppelpass jetzt. Jetzt wieder auf Ronaldinho. Oh, Garinch hat auch Trickster Plus. Boah, der Skill wäre so schön jetzt aufs Tor gekommen. Er hat auf jeden Fall auch diesen Trickster. Und jetzt. Warte. Oh, Junge, wie schön der wäre. Wir versuchen jetzt was. Wir versuchen auf jeden Fall direkt zu schießen mit... Shot! Oh! Okay, mit den Tricks hat das Ganze nicht so krass funktioniert. Wir werden den Gegner auf jeden Fall faulen und beim Elfmeter quitten wir einfach. Oh, ist ehrlich brutal ekelhaft. So, okay, wir lassen ihn auf jeden Fall mal aufs Tor laufen. Okay, lauf aufs Tor. Jetzt komm schon, lauf aufs Tor. Ja, okay, Elfmeter. Ey, das ist das schlimmste Video auf meinem Kanal, ne? Das ist auf jeden Fall mit dem Video. Wir haben auf jeden Fall die 2, 3, 4 Gegner ein bisschen gekitzelt. Wenn ihr mehr von solchen Challenge-Videos sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall heute mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.